Hallo und willkommen zurück. Ist ja wieder typisch. Zum Grillrost. Ich habe jetzt vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Jetzt habt ihr schon den ersten Kampf verpasst. Wir sind gerade schon überfallen worden hier. Von freundlichen Ureinwohnern. Und ja, das habt ihr ja jetzt verpasst. Tut mir leid. Hä? Warum hat er nicht den ganzen Mercury Water gemacht? Rezepte habe ich vor lauter Stress. So, jetzt. Ah ja, hier ist kein Kochtopf drin, nicht doof. Kannst du mal kurz rausgehen, Alia, dann will ich einen Kochtopf nehmen kann. Oh, wir haben schon 6 Verbände. Was haben wir schon? 6? Blutdinger. Blutdinger. Blutsäcke. Ne, das waren ja Menschen. Entschuldigung, ich hab's vergessen. So, ich kann verkohltes Wildbrett machen. Speck mit Eiern kann ich ja erst machen, wenn ich das Rezept gefunden habe. Aber ich kann verkohltes Wildbrett machen. Oder gekochtes Ei. Ja, dafür brauche ich Wasser und das habe ich nicht. Hattest du nicht Murky Water irgendwo? Ja, aber das brauchen wir ja zum Trinken. Wir haben ja nur 6 Flaschen, habe ich jetzt produziert. Gut, wenn du Chefkoch lernst, kannst du sofort dieses Speck mit Eiern, gegrilltes Fleisch, gebackene Kartoffeln, Maisbrot, Tees und Kaffee und so was. Wieso kann ich nur 3 Wildbrett machen? Kann man aus 19 Fleisch nur 3 Wildbrett machen? Ja, ist klar, weil wenn du Chefkoch lernst, brauchst du weniger Fleisch. Schon klar. Dann lern doch Chefkoch. Ja, aber ich denke, wir sollten uns erstmal absprechen, was wer lernt, oder? Ich habe eigentlich keine Lust auf Chefkoch. Das ist klar. Dirk, du kannst doch wieder Chefkoch werden. Ja, ich habe mich jetzt erstmal da ich mich auch mal wehren kann, ne? Ja, ich wollte auch sagen, ich würde auch lieber jetzt erstmal gucken, dass ich besser werde im Kampf, bevor ich mich auf irgendeine Bauart skille, so wie letztes Mal, und ich sterbe dann ständig. Da hätte ich jetzt auch nicht gerade Lust drauf. Ja, ich habe auch nur einen Punkt in Dings die Ernte gesetzt. Also ich habe mir 2 Flaschen Wasser genommen, den Rest könnt ihr euch nehmen. So. So, soll ich schon mal Beinschienen für jemanden machen? Das könnten wir zum Beispiel schon mal produzieren. Ah ne, da brauchen wir auch noch Kleber für, echt? Und jetzt da brauchst du überall Tesa für. Na super. Ich kann nur Kopftücher aus dem Stoff machen. Das ist ja für den Arsch. So, sollen wir jetzt eigentlich mal alles einschmelzen, was wir haben, in eine Schmelze, weil wir erstmal zumindest eine Schmelze haben, oder soll ich nur Eisen einschmelzen? Weil das ist ja erstmal das Wichtigste. Gute Frage, nächste Frage. Das ist ja abhängig davon, wie schnell wir an Material für eine Schmiede kommen. Hey, gut, du hast Ressourcenblöcke, hast du doch alle da draußen. Das ist ja nicht das Problem. Oh, ich kann gar keine Schmiede lernen. Okay. Also einen Grill können wir machen, da brauchen wir nur 31 Eisen und für 6 Leben. Mhm. Da können wir auch einen Grill machen. In der Schmiede. Eisen hast du jetzt mitgenommen? Ja, Eisen habe ich jetzt mitgenommen. Ich habe noch Eisen in der Tasche. Ja, dann hau rein. Ich leg mal Holz rein. Kann ich nicht. Ja, jetzt aber.
Cool, kann ich gar nicht reinlegen. Wenn das läuft, kann man es nicht reinlegen. Oh, das haben wir geändert. Also ganz... jetzt geht... eben ging es nicht, jetzt geht's. Ja, es hat noch eine Experimental. Na, darf man nicht vergessen. So, Präzisionsschütze, was könnte man denn machen? Wer hat denn schon seine Punkte vergeben? Fangen wir mal an. Ich habe auf Bogen gemacht. Du hast auf Bogen gemacht, okay. Ich mach wieder auf Sammeln. Du machst wieder auf Sammeln. Loot. Loot und Bergbau. Loot und Bergbau machst du, okay, alles klar. Der war doch irgendwo noch Leben drin, ne? Ich habe Sammeln, Präzisionsschütze, Schlösserknacker und... Also ich soll ich Leben rein tun? Und das Ernten. Ja, genau, kannst ja Leben noch rein tun. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ist ja nicht mehr lange, dann ist endlich Tag. Ich hätte auch den Tag-Nacht-Zyklus länger machen können, ne? Boah, ich fand den, so wie wir ihn hatten, fand ich ihn eigentlich angenehm. Ja, wir haben immer noch die 16-Minuten-Tage. Da habe ich nichts dran geändert. Mhm. Er kann immer noch hochspringen. Wenn du das gemacht hast für die Zombies. Ne, ich wollte eigentlich nur das Geländer wegmachen, aber so geht's auch. Hier inhaliert wieder seine Flasche. Da ich ja immer zerlege, mache ich viel Loot aus dem Zerlegen von Sachen. Das nächste Mal ist auch wieder was anderes, aber erstmal muss man gucken, dass man ein bisschen überlebt, ne? Ja, klar. Ja, also, am Anfang ist es halt immer so, ne? Muss man mal gucken. Aber je länger wir spielen, umso... Ja, aber ich würde sagen... ist es ja alles. So in die Richtung würde ich mich da entwickeln wollen. Gab es nicht immer etwas, was man looten konnte, nicht looten konnte, hochleveln konnte, womit man besser schlagen kann? Ich finde das nicht. Ah doch, Schädelbrecher ist das. Oder wie Prügelpeter oder so ähnlich. Ja, Prügelpeter. Dann mache ich das noch. So, und dann gucke ich mal. Deine brauche ich. Ich habe mich auf Schlösser knacken, habe ich mich jetzt noch spezialisiert. Gut. Ah, ich habe den Ofen nicht ausgemacht. Der müsste doch schon längst fertig mit Schmelzen sein. Irgendeiner hat einen Zombie gekillt. Kann das sein? Nee. Holy shit. Run, Forest, run. Wieso?
Ja, so ein schwarzer Wolf könnte wehtun. Oh ja. Das gleich zu Anfang ist schlecht. Oh, ich habe meine Wrench vergessen. Oder hat jemand anders die schon aus der Lagerkiste genommen? Aber Steine sind ja echt rar, oder? Ne, nur die großen Steine sind doch hier. Ja, aber du findest nicht mehr einzelne Steine, die findest du seltener. Das ist mir auch aufgefallen. Wobei ich das jetzt nicht wirklich schlimm finde. Die Schlagrange der Zombies, ey, die ist auch übel. Aber denn irgendwie uns gucken, oh, dass lol. Wir uns zusammen in eine Richtung gehen, weil ich sag mal. Also Generator bauen kann ich jetzt auch schon mal. Ja, ich muss nur jetzt mal was Stein haben. Dann kann ich wenigstens meine Axt wieder reparieren. Ja, ja, ich habe auch schon zwei Dinger zertrümmert. Und mehr Holz wäre auch nicht schlecht, ne? Wie gesagt, ein paar Bäume fällen, ein bisschen was anpflanzen. Dann haben wir eigentlich von allem genug. Du kriegst auf jeden Fall weniger Holz aus den Bäumen raus. Ja gut, das Level ist ja hoch, ne, wenn du den Dings machst. Ja, aber selbst auf Level 1 hast du schon weniger. Also früher hattest du richtig viel, wenn es im Baum fällt. Jetzt hast du gerade mal 100 Einheiten Holz. Das ist schon deutlich weniger. Wo seid ihr denn alle? Ich habe aus dem 1200er Baum gerade 150 Holz rausgekriegt. Ich sammle gerade noch Stein. Ah, fängt ja gut an. Legen sich wo komisch hin, oder? Ja. Oh ja. Yeah. Warte. Das macht man vielleicht heute so. Oh ja, Babe. Oh ja. Oh ja. Okay, Entschuldigung. Also wir sind hier nicht bei einer Piepshow, also, ne? Ja. Außerdem sind hier Minderjährige anwesend. Reiß es mal zusammen. Oh, ich habe die ersten drei, ich wollte schon was anderes sagen. Erste drei Dietriche. Wo bist du denn? Ich hab ein Buch gefunden. Sammeln oder was? Ja, wir sind auf dem Friedhof. Okay. Ich weiß, es klingt mehr. Alea, ich habe violette Farbe gefunden. Ich weiß. Level 2 Bogen. Hier hinten ist der Spielplatz für Alea. Komplett in lila. Hinter der Kirche. Ey, sucht euch ein eigenes Haus. Komplett in lila. Oh, ich hab Stein, was ist es? Eisenbolzen. Naja, gut. Eisenbolzen, davon haben wir leider nichts. Oh, 102 Messing. Was ist das denn? 7 Eisenpfeile. Boah, der Loot ist aber extrem hier. Ah, könnte sein, dass ich da ein bisschen was dran geändert habe. Hör auf, rumzuschreien. Ich wollte mit dir nochmal spielen.
Also, dass jetzt der Loot so kleine Kästchen sind, ne? Also, das haben sie ein bisschen von Scum geklaut, ne? So sehen nämlich, genauso sehen nämlich die Kartons für Bolzen und Nägel aus. Oh, ich hab schon wieder Honig. Oh, ich hab Schuhe für alle her. Was war das? Keine Ahnung. Boah, schon wieder 154 Messing. Was war das? Keine Ahnung. Donner. Aha, was haben wir? Das Mausoleum aufzukriegen mit der Stahltür ist, glaube ich... Ich habe ein T-Shirt gefunden. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Ja, ich habe Schuhe für dich gefunden, Schatz. Oh, Spielplatz. Mhm. Haben auch gesehen. Wo bist du denn? Hinterm Spielplatz. Also ich hätte ein Rezept Steak mit Kartoffeln. Ja. Hau rein. Hausch drin. Hey, mein erster Eigenkill. Ah, Alea, da bist du ja. Guck mal. Ja, guck du mal. So, ich habe jetzt schon 9 Kartoffeln. Alea, Zombie. Ich muss sagen, grafisch gefällt mir auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Da haben sie einiges verbessert. Oh, Stefan, was ist los? Hab Besuch bekommen. Von wem denn? 2 Zombies. Hast du die eingeladen, oder was? Nö, die kamen einfach so. Frech, oder? Frech. Ich finde das ein Unding. Ja, also die sind extrem stark geworden. Ne? Wir haben einfach schlechtere Waffen, würde ich eher sagen. Das kommt natürlich jetzt auch noch dazu, ne? Meine Fresse, da doch immer so viel Theaterbeute sein muss. Das ist normal. Haben aber die Nachbarn auch schon gesagt. Die haben auch schon gesagt. Zu unseren Zeiten gab's das nicht. Da hatten die Kinder noch von den Eltern Respekt. Ja. Ja, das muss ich allerdings auch recht geben. Ja. Ich kann die Rutsche nicht runterrutschen. Alea, brauchst du... ich habe hier gefütterte Beinschienen für dich. Ich habe einen Amboss gefunden. Oh, cool. Das ist gut für die Schmiede. Da haben sich die beiden toten Zombies gelohnt. Vorexplodiert die ganze Zeit was? Wow.
Hast du doch weh. Warum renne ich nicht Spike? Ich doch. Natürlich beim Mattes. Ja, sicher. Problem damit. Also ich glaube, Waffen zu finden wird echt schwierig. Ich habe gerade eine Zweier Donnerbüchse gefunden. Ja, die habe ich ja auch schon die ganze Zeit. Donnerbüchsen kriegst du ja auch, aber andere Waffen. Das habt ihr ja, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass das jetzt schwieriger geworden ist mit zunehmendem Level. Hast du schon Level das Haus erst zu Ende gelootet, Stefan? Mit zunehmendem Level, genau. Habe ich auch so gelesen. Stefan, hast du das Haus zu Ende gelootet? Ja. Okay, dann nehmen wir das nächste. Deswegen muss ich jetzt auch zurück ausladen. Okay, alles klar. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ja, klar. Alea, kommst du mit mir mit? Nee. Da! Das ist eine Metallplatte. Mit Zombies dahinter. Mhm. Und es dauert wieder ewig zum Leveln. Ich würde sagen, hier war Mattes schon oder irgendwer anders. Wie kommst du drauf? Hier liegen ziemlich viele Leichen. Ja, die Tür ist offen, das stimmt. Immer wieder Loot wegbringen. Hier sind aber noch Zombies drin. Also Stefan, hast du die Polizeistation leer gemacht? Die Polizeistation nicht. Da hinten das Gebäude mit dem lilanen Spielplatz. Ah. Also denk dran, halbe Zombies können dich auch killen, ne? Oh, der hat eine Brücke gebaut hier. Achtung, da kommt noch einer. Komm, geh mal raus, haben wir eine bessere Position. Boah, fuck. Hinter dir alle, ja. Wir könnten hier Unterstützung gebrauchen. Schön, ich auch. Ich bin jetzt tot. Nicht mehr. Ah. Der Anfang ist am schwierigsten. Jo, auf zum Händler. Ist so unterwegs zum Händler, dann komme ich mit. Wer wird dann unser Waffenbaumeister werden? Kannst du machen. Okay, dann nehme ich jetzt den Bauplan Desert Vulture. Boah. Das ist die Desert Eagle. Ja, nice. Super nice. Du Glücksfinder. Das heißt, du musst gehen auf die Athletik. Okay. Einziehbarer Schaftmod. Ronny, machst du wieder den Fahrzeugbauer? Ja. Dann habe ich einen Bauplan für dich. Hier mal 4 Truck. Fahrwerk. Ja, sehr gut. Kannst du in die Kiste legen. Bin dabei. Willst du eigentlich mitkommen zum Händler? Dann gehen wir alle zusammen. Ich muss erst Platz schaffen. Okay. Hab die Taschen schon wieder so voll. Ja, du kannst ja auch mit Dirk dann noch gehen. Der ist ja noch da.
Ja, rennt ja nicht weg. Also ich hab Händler fertig. So. Meine Ranch ist nur fast kaputt, ist das blöde. Ich hab noch eine, die ist allerdings auch fast kaputt. Und in der Kiste war auch noch eine drin. Ja, die habe ich aus der Kiste, die habe ich. Ah, okay. Oh, das ist ja auch geil. Wenn du den Speer wirfst, zeigt er dir den jetzt sogar an. Dass du ihn wiederfindest. Alea, ich bin bei Händler. Ich bin hinter dir. Gut. Tür auf. Also hast du deine Quest abgeschlossen, ja? Ich muss ja noch mit dem reden. Das geht doch nicht. Ich wollte es ja nur mal versuchen. Ich kann doch nicht abbauen. Hello, Traveler. Oh, das ist eine Händlerin. Ja, es gibt jetzt Händlerinnen. Mhm. Ja. I need someone who's willing to get their hands dirty. Da versuchen Zombies reinzukommen. Mach nix. I will give you employee of the month. Das ist ja schön bei den Händlern, dass sie geschützt sind. Oh, ich bin Bürger von White River. Okay. I need someone who's willing to get their hands dirty. Naja, hier ist schon alles sehr gut, denke ich. Was beim Händler? Ja. Ja, sicher. Denkst du? Hast du schon mit ihr geredet? Ja. Aua. Habe auch eine Aufgabe angenommen. Ah, ich auch. Welche? Hinter mir. Ich soll irgendwas transportieren. Ah, ich auch. Ja, das ist ja cool. Dann haben wir den gleichen Weg quasi. 300 Meter entfernt, oder? Nee, ich habe 1,6 Kilometer. Oha. Ja, jeder hat da unterschiedliche Aufgaben. Achso, okay. Suchst du mit mir, Papa? Ja, ich komme mit dir. Ihr könnt die Dinge auch teilen, ne? Die Quests. Dann könnt ihr die zusammen machen. Ja, so, du gehst, wenn du das Inventar aufhast, auf das Ausrufezeichen oben. Ja. Und dann hast du ja die Quest. Ja. Klickst du deine Quest an. Ja. Und gehst dann auf. Ja, Moment. Quest teilen. Genau, so ungefähr. Okay, habe ich gerade. Dann haben alle was davon. Und. Herr, wo ist Quest teilen denn? Du gehst auf dem Ausrufezeichen, klickst dann die Quest an und drückst dann das Symbol mit den vielen Männchen. Sehr schön. So? Danke.